So, Kapitel 11, Stadt der Helden. Na, Peter, der Peter. Ich denke mal, das sollte das letzte Kapitel sein. Schätzungsweise. Pick up das hier. Ah, der Scharlatan zeigt sich. Du spielst ein gefährliches Spiel, Herr der Dunkelheit. Spar dir deine Worte, Dämon. Ich kenne deine Geheimnisse. Deine Pläne werden zu Staub zerfallen. So wahr ich kein heiße. Du hast länger überlebt, als ich dachte. Aber ich habe dich erwartet. Vor dir steht dein Henker. Weißt du nicht, dass der Mechanismus zerstört ist? Du wirst Nosgard niemals unterwerfen. Diese Welt gehört mir. Du verstehst nichts. Du bist der degenerierte Rest einer unheiligen Rasse. Du schleichst wie ein Parasit durch die Nacht. Und doch bist du genauso leicht zu töten wie die, von deren Blut du lebst. Meine Brüder und ich sind nur noch Schatten unserer einstigen Schönheit. Wir sind wie ihr, gefallene Götter, die um unsere einstige Macht kämpfen. Doch wir werden siegen. Wir werden die Vampire auslöschen und die Welt in ein neues, ruhmreiches Zeitalter führen. Stirb! Kein! Der Nexusstein. Tja, so ist das Leben. Das Artefakt, mit dem du mich besiegt hast, wendet sich nun gegen dich. Das ist dein Ende. Es spielt keine Rolle. Das Tor ist offen. Und während wir reden, bereitet sich meine Armee, eine Armee, die diese verweichlichte Welt noch nicht gesehen hat, auf den Angriff vor. Los, Gott gehört mir! Nö. Okay. Oh, sieht ja wieder nach Spaß und Spannung aus, nach und Haufen durch die Gegend rennender Hilden. Fällt mir absolut gar nicht. Werden sie alle sterben. Das wird unsere verdiente Rache sein. Ja, unsere verdiente Rache. Okay. Hör ich mal nicht weiter. Jungs, die Jungs sind, wa? Warum ist so ein Gegner rumgerannt, wa? So ein Hildenfuzzi. Wie die Gonzales. Wo ist er denn hin? Halt nicht. Hier runtergerannt, wo ist er denn? Super viel Müll zum Erkunden, den man dann wahrscheinlich irgendwie doch nicht erkunden kann. Höchchen. Okay, da geht's runter. Aber da vorne geht's auch noch irgendwie lang. Bin ich jetzt aber nicht sicher, ob ich da lang komme. Egal, ich schau mal lieber vorsichtshalber nach. Nicht, dass ich irgendwas vergesse oder so. Boah, Ruhe da hinten. Wir machen auch so richtig einen auf Möchtegern Ägypter, wa? Hornsteine, liebe Fabrik hier. Dann wollen wir mal Stadt der Helden. Peter, der Peter. Brauche ich. Ah. Was?
Backplayer für so ein COD-Waffenspiel. Was ist damit? Geschrieben. Was? Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was Phase ist. Ah, willkommen im Stream erstmal, wa? Hä? Ach so, okay. Krasser Typ. Was muss ich denn machen? Kann ich einfach gegenhauen oder? Fängt ja mal wieder gut an. Check ich nicht. Okay. Wolltest mich nicht vor allen zerstören, also meinst du vor keiner Person, die mir zugeguckt hat. Kackspinnen wirklich. Meine Lüge ist aufgeflogen. Nicht schlecht. Ah, wenn man eine Zuschauerbase von durchschnittlich keinen Zuschauern hat, geht das immer bloß ein bisschen schlecht, wa? Ja, aber wo. Ah, okay. Oh, nein. Ja. Erde? Bruder, kommst du klar? Ich weiß das gar nicht mehr. Absolut keine Idee. Ich habe aber auch ein Siebgedächtnis. Kann mich manchmal nicht mal an mein Frühstück erinnern. Kann sein, weiß ich echt nicht mehr. Oh, kann ich mal hin hier? Komm, hip, hip. Ohne Scheiß, ich weiß. Na, ich weiß nicht. Mal gucken. Also auf jeden Fall spiele ich erstmal das Spiel hier durch. Sollte ja jetzt nicht mehr lange dauern. Vielleicht noch eine Stunde oder anderthalb. Ich mal, ob ich vielleicht heute noch COD spiele. Der rennt da doch die ganze Zeit durch die Gegend. Was ist denn mit diesen Hüllen hier los? Die rennen hier die ganze Zeit durch die Gegend, die Blöden. Flüchtet erstmal. Ja, klar. Das weiß ich noch. Manche Leute erkenne ich noch, wenn sie bei mir im Stream sind. Na, ich hab's eigentlich nicht so mit Namen und so ganzen Kram. Also, das kann ich mir immer schlecht merken. Ja, aber an manche Leute erinnere ich mich schon. Besonders wenn sie gestern im Stream gewesen sind. Oh nee, okay, mal gucken.
Also irgendwie kann sich Kane ja echt gut darum drücken, gegen diese Viecher kämpfen zu müssen, wa? Also entweder die sind in einem Käfig und hauen ab. Okay, Waffenspiel ist jetzt nicht wirklich der beste Modus, um Erfahrungspunkte zu farmen. Das Gegner? Nee, das ist nicht. Mich dann schon wieder so müde, kann ja nicht wahr sein. Ich bin müde, hungrig und durstig. Fängt ja schon wieder gut an, ey. Aber nicht schlecht. So einfach ist das nicht. Warum nicht? Wenn wir bleiben, sterben wir. So viel ist sicher. Und wo sollen wir hin? Wir könnten uns auf eines der Schiffe schleichen. Sie bringen ständig Menschen hierher. Offenbar kommen sie aus einem Land, in dem es mehr von uns gibt. Und wenn sie uns erwischen? Wenn wir bleiben, sterben wir. Wo ist der Unterschied? Und wenn es am Ziel der Schiffe noch schlimmer ist? Was ist das? Der Auserwählte, er muss es sein. Sieh ihn dir an. Er wird es mit ihnen aufnehmen. Herr, stimmt es? Seid ihr der Vampir, der dem Treiben dieser Dämonen ein Ende setzen will? Ich bin Kain. Kennt ihr euch hier aus? Natürlich, Herr. Ich muss den Mechanismus finden, mit dem diese Kreaturen ihre Anwesenheit verbergen. Er kann ihn euch zeigen. Kommt. Dort ist es, Herr. Das Haus dort. Ich habe sie belauscht. Der Mechanismus ist da drin. Vielen Dank. Und jetzt sag mir, was ist das da? Das ist der einzige Weg hinein. Sie haben die Türen des Hauses zerstört. Wie so vieles hier. Und das da? Keine Ahnung. Aber der Sage nach haben die Dämonen dort zum ersten Mal unsere Welt betreten. Der Sage nach? Wie lange lebt euer Volk schon in dieser Gegend? Wir waren immer hier. Der Sage nach haben uns die Götter hier zurückgelassen. Es gibt noch andere. Wir wissen nicht, woher sie kommen. Die Dämonen bringen sie her, um zu arbeiten. Sie erzählen andere Geschichten. Sie wussten nichts von der Ankunft der Dämonen. Wir mussten ihnen sagen... Genug. Schweigt. Durch das Haus komme ich zum Dimensionstor. Aber zuerst muss ich den Mechanismus zerstören. Seit wann sind die Hülden in dieser Welt? Etwa seit wir völlig ahnungslos unsere unbedeutenden Kriege führten? Na super, Alter. Nein, scheiße, jetzt kann ich mich doch nicht mehr drum drücken, gegen dieses Riesenvieh zu kämpfen. Ist geil, überlegt noch, ob ich 38 Schuss im Magazin habe oder 30, da schnell nachladen. Ich glaube, ich habe das große Magazin genommen für die Waffe. Ich war auch nicht mehr sicher. Ich habe gestern wieder so viele neue Waffen freigeschaltet, weil ich mir gestern den Battle Pass gekauft habe. Ey, komm doch mal her. Boah, was, Alter? Okay, Entschuldigung, Boy. Ich tu dir nichts mehr. Hilfe! Bitte! Och nee! Nein! Ah! Scheiße! Gott. Klar nimmt mich das Ding auseinander. Ich kann bei dem Ding nicht mal Schaden machen. Nein! Fuck! Nein! Ja komm, willst du die Menschen da nicht lieber wieder angreifen? Lass mich in Ruhe, Alter. Hilfe! Okay, gegen die Viecher komme ich also nicht an. Selbst mit dem Vernichtungszauber, alles klar. Nee, ich glaube,
dass man die einfach nicht besiegen kann. Gut. Oh, Shish-Kebab, Junge. Delicious. Also schöner Döner am Spieß, Junge. Ja. Schön Schaschlik, Junge. Delicious. Ich hab wie so ein Staubsauger, wenn ich sein Blut aussauge. Okay, Waffe. Kann ich. Danke. Ja, aber wie gesagt, die Viecher sind wahrscheinlich dafür konzipiert, dass man von denen abhaut. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Weil ich nicht mal mit der stärksten Attacke im Spiel gerade irgendwie ein bisschen Schaden machen könnte. Was ist denn für Gegner, Alter, dass ich die nicht mal Schaden geben kann? Ich meine, okay. Das Schwert stärker ist als das alte. Nee, aber wenn ich ein Schwert benutze, geht es halt irgendwann kaputt. Und dadurch, dass ich das andere eben halt benutzt habe und damit schon abgeblockt habe, habe ich die Waffe einfach ausgetauscht. Ich habe hier so einen Zauber, der heißt Opferung. Und sobald meine Linie oben da voll ist, kann ich den benutzen. Und das ist eigentlich ein One-Hit-Kill. Und wenn ich das Ding damit... Das stand einfach da, es hat die Attacke hingenommen, weißt du? Da konnte ich mir schon ganz gut denken, dass man dem Teil keinen Schaden geben kann. Gegen dich will ich nicht kämpfen, du nervst. Und hier ist Wasser, Alter, nee. Nicht stören. Okay. Nein. Oh, niemals. Ich Volltrottel. Scheiße. Manche von den Attacken sind so heftig, einfach zack, sein Herz rausgerissen, weißt du. Wäre schon krass, wenn die von den ganzen Spielen mal ein Remake machen würden. Zumindest mal irgendwie ein Remaster für neuere Konsolen. Ein Remake wäre schon krass, ey. So zu sehen, wie einem das Herz rausgerissen wird. In 4K, Junge. Wäre schon delicious. Was blinken denn meine Handys hier schon wieder so rum, wirklich? Ah, ja, schon wieder neue Follower auf Instagram. Juckt mich aber gerade nicht. So, bitte Chips. Boah, gönn dir, ne? Hätte ich mir mal vorhin auch holen sollen, ne? Ich einkaufen war. Bei der nächsten Pause gehe ich mir mal ein Dings holen. Paar Zitronenwaffeln. Nicht übel. Ah, komm, den anderen lasse ich an Leben.
Aber diesmal aufpassen mit dem dämlichen Wasser, wirklich. Die Tür ist auch kaputt. Dann hau mal doch einen Abflug. Lass mich in Ruhe, du blödes Kackding. Ne. Boah, Alter, nee. Nö. Okay, ich muss gegen die kämpfen, es sind zu viele. Nein! Greif an! Los, Junge. Schmeckt, Digga. Wegeliminiert. Putz. Aha. Wofür gibt's Frauen? Auf jeden Fall nicht fürs Chips kaufen. Was macht er? Er zeigt da so auf mich. Denkt er sich jetzt irgendwie, dass ich da jetzt runterkomme oder? In meinem Kopf geht gerade nicht viel ab, außer, okay, das Level zieht sich gerade schon wieder und ich möchte dieses Spiel ganz gerne endlich mal durchspielen. Ansonsten tummelt sich da nicht wirklich viel. Haben wir es jetzt endlich? Danke. Wirklich. Ohne Schwert gegen irgendwelche Gegner zu kämpfen hier in dem Spiel kannst du aber auch manchmal echt komplett vergessen. Dauert immer 6000 Jahre. Ich verstehe aber immer noch nicht so ganz, wie diese komischen Hildenviecher in Relation zu diesen ganzen komischen Spinnendinger und was ich was stehen. Ob die aus derer Welt kommen oder die aus irgendeiner anderen Dimension hergekommen sind. Boah, Alter, wirklich. Kann die Typen nicht mehr sehen, ey. Die mir so heftig auf die Eier. Aus deinem Mund. Okay. Ich
glaube, wenn so eine Viecher aus dem eigenen Mund kommen, war, würde ich mir ernsthafte Sorgen über deine Mundhygiene machen. Ja, und da sind die riesigen, ekligen Spinnen rausgekrabbelt bekommt. Ist schon auf jeden Fall delicious. Alter, oh, erschreck mich doch nie so. Oh Gott, nein, 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 nein. Egal, ich guck mal erstmal da hinten nach, ob da noch irgendwas abgeht. Nein, 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 nein. Oh ja, die Spinnviecher, die kannst du gerne da unten behalten. Die sind mir eigentlich egal. Aber dieses Riesenvieh, was ich einfach nicht besiegen kann, ey. Ich check das immer noch nicht so ganz, wie man die Dinger wegkloppen kann. Aber jetzt wahrscheinlich wird es nicht gehen. Außer ich krieg vielleicht irgendwann mal den Soul Reaver, den ich auf jeden Fall, denke ich mal, nicht bekommen werde. Da ihn der letzte Bosskampf hat, denke ich mal. 15%. Oh, ist ja. Ja, noch. Kommen wir nicht durch. Aber hier. Sieht mal wieder nach Spaß und Spannung für die gesamte Familie aus hier. Okay, kann ich das Ding bewegen? Ja, kann ich. Aber wohin? Und wohin sollte ich es bewegen? Am besten dahin. Ah, okay, ist schon richtig so. Muss ja der dämliche Strahl da wahrscheinlich noch rauf. Also ein Stück davon und dann wird es wahrscheinlich schon gut sein. Da war er wieder weg. So, okay. Ich hoffe, ich muss nicht mal gegen die Typen kämpfen, ma? Oh, als ob. Als ob ich meine Telekinese nicht durch dieses Glas benutzen kann. Das ist doch lächerlich. Lächerlich. Ich den müsste ja nicht benutzen. Muss ich nicht checken, wa? Ich nicht. Ich mit Telekinese aber auch nicht diese Schalter benutzen kann, die ganz normal. Bann? Ach, ich habe auch das. Kein Wunder, dass ich das nicht machen konnte.
So kann man es natürlich auch machen, ne? Abgespacete Musik hier. Ja. Kommt sich hier schon ein bisschen so vor, als wäre es noch so ein Alien-Schiff oder so ein Scheiß. Das ist komplett seltsam für so Sachen wie Blood Omen und so. Aber ich denke mal, ich beende hier den Part. Wir sehen uns dann im nächsten wieder, oder? See you later, Alligator.